In meinen 7 neuen Videos wird jetzt eine kleine Verlosung an meine Community stattfinden, wo jedes Video etwas gewinnen könnt. Ihr müsst natürlich lediglich euren Ingame-Namen mit in die Kommentare schreiben. Das könnt ihr per Extra-Kommentar oder einfach hinter euren normalen Kommentar schreiben. Und dies wird dann mit einem Random-Picker jeweils im nächsten Video für das vorherige Video aufgelöst. Und es wird insgesamt 5-mal einen Monat Premium auf gommahd.net verlost und 2-mal Subpremium ebenso auf gommahd.net. Da diese Verlosung lediglich an meine Community ist, müsst ihr natürlich auch Abonnent sein. Ist ja logisch, weil diese Verlosung ist nur an meine Community. Und nochmal großes Dank an ByGodCall. Ohne den wäre diese ganze Aktion gar nicht möglich gewesen, denn er hat einfach eine 90 € PSC zur Verfügung gestellt. Ja, und in diesem Video wird ein Monat Premium auf gommahd.net verlost. Was ihr dafür tun müsst, ist halt ganz einfach Abonnent sein, weil das Gewinnspiel nur für meine Community ist. Einen Kommentar schreiben mit eurem Ingame-Namen und dem Video einen Daumen nach oben geben. Wenn ihr wollt, müsst ihr aber nicht. Ja, und der Gewinner der gestrigen Supreme-Verlosung ist LeSimplex. Du hast auch schon deinen Supreme-Rang auf gommahd.net erhalten. Der läuft vom 6.1. um ungefähr 3 bis 4 Uhr abends bis zum 6.2. Zudem habe ich noch von Paolo die Versicherung bekommen, weil ich hier aktuell leider keine MC starten kann, weshalb dieses Video hier auch 2 bis 3 Wochen alt ist, weil ich das halt noch so dabei hatte. Deswegen seid vielleicht auch ein bisschen gnädig, weil ich gerade aktuell kein MC oder sowas spielen kann oder aufnehmen kann. Ist das halt so ein bisschen älteres Video, wo ich mal versucht habe, es aufzunehmen. Und eigentlich auch mein erstes wirklich richtiges BW-Video. Sonst habe ich ja nur ein Craft-Ross-Video gebracht. Und dort habe ich versucht, mit Jump Cut zu arbeiten. Jetzt habe ich versucht, so ein normales Bedwars-Video und das so ein bisschen in den CBW-Style mit reinzubringen von mir, mein Schnittstil. Und ja, durch den Kommentar unter diesem Video könnt ihr jetzt an der Premium-Verlosung teilnehmen. Falls ihr schon Premium habt oder so, könnt ihr es einfach für einen Freund mitmachen und den Ingame-Namen von einem Freund reinschreiben. Aber da ich aktuell mit dem PC nicht aufnehmen kann, sondern halt lediglich schneiden kann, weil das halt aktuell noch der PC mit der kaputten Grafikkarte ist, kann ich das jetzt euch nur mit Screenshot zeigen, wo ich es gekauft habe. Ihr könnt halt auch einfach klar New Info machen, dann seht ihr, dass ihr jetzt einen Premium-Rang habt. Und sobald der neue PC da ist, kann ich dann auch die Gewinnspielauflösung mal aufnehmen, wie ich das kaufe. Dann könnt ihr das auch immer live sehen, dass ich das kaufe. Sonst könnt ihr jetzt einfach klar New Info machen, dann seht ihr halt, dass diese Person dann den Rang erhalten hat. Und ja, ich muss das jetzt immer mit ein paar Leuten im TS absprechen, dass sie halt den Ingame-Namen nachgucken von der Person, gucken, ob die Non-Premium sind und dann bekommt der halt den Rang nicht, dass ich halt eine Person, die schon Premium hat, Premium kaufe, obwohl es Lifetime ist oder eine Person, die gar nicht in Minecraft drin ist oder ja. What? Ich mach Join-Me. Ich mache Join-Me. Ich join einfach direkt so viele Leute rein, Junge. Big Baby wird einfach direkt voll. What the fuck? Er hat Reducer. Junge, wie er Reducer hat, Mann. Wie er Reducer hat. Ist wirklich, du reportest einen und der wird wirklich meistens einfach noch in derselben Runde gebannt. Also, das Server-Team hier ist eigentlich echt kompetent und er hat Badfucker. Oh, er spielt einfach mit Badfucker. Can't take it back, no. I've got so much left to say, but I'll take my words and walk away. Macht schon mir Junge, in 5 Sekunden ist der ganze Server voll, Mann. Sick, Alter. Sick. Das war nice. Erste Runde erstmal einspielen. Wow, shit. Er hat mich bekommen. Junge, 64 Leute, Big BW. Ich mache einmal dieses Join Me, dann wird dem ganzen Server angezeigt, spielt auf Big BW. Und innerhalb von 4 Sekunden ist die ganze Runde voll. In welchem Team ist Stammes? I don't know. What? Ist der einfach durch alle durchgelaufen oder was? Thank you.
Scheiße, war das dumm am Ende. Er hat Junge, wie er Reducer hat, Mann. Wie er Reducer hat. Junge, er spielt halt einfach eiskalt mit Reducer, ne? Junge, Alter. GG. Ich guck mal. Ich mach mal wieder Join Me. Und? Ja. What the fuck, man? Diesmal ging es aber. Also diesmal ist es trotzdem so sick wie direkt. Warte mal. Vote Voting aus, das hat dann direkt 1 Million Votes. Item Drop auch aus, das ist so lustig, ne? Das hat direkt 1 Million Votes dort, oder? Ne, 100.000 Votes hat es direkt. Diesmal ging es nicht so schnell. Also eben war das wirklich in 4 Sekunden so direkt voll und jetzt ist halt 2. Runde, aber nicht mehr so viel Lust, aber... Trotzdem, Mann, Junge, das eben, das war wirklich zack, direkt alles voll. ja, gut. Diesmal ist die Runde nicht voll geworden. Also diesmal, eben war wirklich in 5 Sekunden war die komplette Runde voll, Alter. Das war eben einfach nur zu krank. Hey, hier bekommst du Doppelbronze, ja, hier auf der Map. Bin mir ziemlich sicher, dass es wirklich auf der Map hier genug Bronze gibt. Ja, wenn ich mich hier hinstelle, Doppelbronze, das ist... Juckt gar nicht. Das Problem ist halt, dass die Hacker das auch sehen. Also die Hacker sehen auch diese Joy Me natürlich. Und dass dann hier auch ziemlich viele Hacker hinterher schauen und dann irgendwie nerven mal auf dem Server. Ist echt ein großer... Sind echt viele Hacker auf dem Server hier. Das Serverteam, was kann man dagegen? Dagegen kann man halt aber auch nichts machen. Das Serverteam hier ist aber ziemlich gut kompetent. Also jetzt mal wirklich no hate. Eben, also das Server-Team ist hier eben wirklich ziemlich kompetent. Warte, ich report jetzt erstmal Lars. Weil, weiß ich, darf jetzt nicht das Falsche drücken. Ich hoffe, ich habe jetzt für Hacking reportet. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht das Falsche gedrückt. Ja, weil das Server-Team hier ist wirklich ziemlich kompetent. Also die bannen wirklich direkt weg, also wenn ein Report kommt. Also jetzt gerade vielleicht nicht. Jetzt gerade vielleicht nicht, weil halt so viele Leute hier sind und dann mehrere reported werden und es gerade erst nachmittags ist. Deswegen jetzt vielleicht nicht so, aber sonst wirklich, du reportest einen, der wird wirklich meistens einfach noch in derselben Runde gebannt. Also das Server-Team hier ist eigentlich echt kompetent und er hat Badfucker. Er spielt einfach mit Badfucker. Das ist ein bisschen schade mit den ganzen Hackern. Abbauen konnte man es nicht, ne? Ne, da wo er war, konnte man es definitiv nicht abbauen. Report Hacking. Okay, Report ist eingeschickt. Das ist ein bisschen nervig hier in der Runde. Weil hier gibt's leider, wie gesagt, zu viele Hacker einfach. Ja, das ist halt ein bisschen nervig. Weil zwar viele Hacker, das Server-Team ist wirklich kompetent, also die bannen wirklich meistens noch in derselben Runde. Aber es gibt hier halt einfach viele Hacker auf dem Server, weil, keine Ahnung, viele Hacker haben Spaß auf dem Server jetzt zu hacken. Und dagegen kann man halt einfach nichts machen.